So, da sind wir wieder und hüpfen in den Teleporter. Und sind wieder in den Hall des Feuers, die wir einfach mal zumachen. So, und dann... ja, genau. Geht's hier lang? Hier lang. Wieder vorbei am blauen Kristall, den wir jetzt nicht brauchen. Da waren die Lurker-Weste drin, da ist auch nichts. Hier ist aber was. Okay, jetzt gucken wir nochmal. Schädel und Schild brauchen wir nicht. Zauberstab könnten wir gebrauchen. Wie sieht es eigentlich bei allen mit Essen aus? Sie können was vertragen. So. Naja. Ressourcen. Obwohl, was für Bomben sind das? Feuerbomben könnten wir gebrauchen, weil wir kaum noch welche haben. Aber nee. Goldener Schlüssel wird aufbewahrt. Das ist ein bisschen Essen, was wir noch haben. Und dann geht es jetzt wohl mal hier weiter. Und 2400 XP für das Level. Gut. Abwärts. In die Hallen der Ahnen oder wie man das auch immer nennen möchte. Und ich höre schon. Genau. Ihr wart ja hier unten. Ihr dürftet jetzt gar kein Problem mehr sein. Ihr macht nämlich nur noch halb so viel Schaden. Und wir machen mehr Schaden dafür. Und noch eine Heilpflanze. Und ein essbarer Pilz. Und einfach mal alle Türen öffnen, dass wir Rückzugsmöglichkeiten haben. Hallo. Einfrieren. Danke. Meine Gruppe macht wirklich schon schön Schaden. Boah, richtig mit 60. Und wieder ein grüner Schleim weniger. Und da ist der nächste grüne Schleim. Und da ist ein RT. So. Okay. Das Gemeine bei den Schleimen ist, es gibt eigentlich weder vorne noch hinten. Die können einfach in alle Richtungen spucken. Und mich krank machen. So. Bevor wir jetzt hier weitermachen. Hoch zum blauen Kristall. Ja, Bingo. Das dauert mir nämlich sonst viel zu lange, bis mein Renoir die Krankheit losgeworden ist. So. Wieder hier runter. Da können wir ruhig aufmachen. Die brauchen wir nicht, den Tethered Cloak.
Ja, genau, das war ein Tethered Cloak. Aber die Notiz vom Torum. Ich habe entdeckt, dass wenn man alle Türen öffnet, außer die eine, wo der Luftzug am stärksten ist, eine Wand sich öffnet. Ich lasse ein paar Provisionen dort zurück, um mein Gepäck zu erleichtern. Ah ja. Also, wie war das nochmal? Da musste man alle Türen aufmachen. Außer die, wo der Luftzug am stärksten ist. Und die lassen sich so schlecht einfrieren. So, wenigstens ist schon mal eins tot. Und die anderen stellen sich schon an. Das ist doch ein Witz, oder? Nein, 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 nein. Schlafen. Gegen eine Armee aus Schleim will ich nicht unbedingt kämpfen. So, hochheilen, hochheilen. Sehr schön, sehr schön. Gut. Das dürfte reichen. Und wir tragen schon 2600 Gold mit uns rum. Eigentlich klappt das mal mit dem Einfrieren. Ich muss, glaube ich, dringend. Ich muss, glaube ich, doch mal meine Eismagie verbessern. Ah, ich will mich nicht einkesseln lassen. Toll, jetzt ist der Angeschlagene da hinten. So. Und wieder einer weg. So, das müsste es doch jetzt aber langsam mal hier gewesen sein. Nein, du willst noch, gell? Wenn sie eingefroren sind, macht das auch viel mehr Sinn, auf ihn rumzuhauen. Das ist ja eigentlich nämlich nur glibbrige Masse. Das bringt eigentlich kaum was, auf die einzudreschen. Ein Schleimball. Gut, dann probieren wir doch einfach mal das Antikrankheitselixier aus. So. Das ist dann sozusagen meine Flasche für Notfälle. Maze of Shadows. Ein Sturz. So. In den Irrgarten der Schatten gehen wir noch nicht. Denn ich will erst das Rätsel hier lösen. Ja. Jetzt gucken wir mal. Die Luft zieht hier durch. Oder hier durch. Probieren wir erstmal den hier. Nein. Das war's nicht. Da ist es doch genau die andere Seite. Ja, ist es. Und wir haben eine Wingmail gefunden. Die zwar leichter ist, aber auch viel weniger Schutz bietet. Und drei Wurfdolche. Und das war's? Naja, gut. Lassen wir Torum Torum sein. Wer liebt die hier? Naja, okay, das ist eine schwere Ringweste. Ach ja, die Maze of Shadows. Das ist auch ein schöner Irrgarten.
Und zwar funktioniert der folgendermaßen: Wenn wir ins Licht treten, werden wir zurück teleportiert. Schnecke. Schnecke. Schneckenkönig. Eine normale Schnecke hat keine Stacheln auf dem Rücken. Haben wir dich schon wieder so schnell am Hals? Schneckenkönig. Scheint so. Da liegt jedenfalls mal eine Notiz und... Oh, Schalter. Ah. Tür zu, kein Licht mehr. Okay, das mit den Schaltern ist neu. Und die Maze of Shadows hat auch einige... Na, du siehst wirklich ein bisschen aus wie der Schneckenkönig. Was ist das denn? Scroll of Darkness. Spellcraft plus 1. Langsam müsste sie wirklich genug Spellcraft haben. Jupp. Deswegen... Hallo Schneckenkönig. Ich möchte dir was an den Kopf werfen. Gehen wir wirklich auf Frostmagie. Oh. Aha, das macht hier wieder auf. Der Schneckenkönig betitelt uns als Abenteurer. Und schaut auf unsere... auf das Ende unserer Reise. Okay, auf das können wir treten. Das ist noch nicht so hell erleuchtet. Nehmen wir mal die Fackel weg. Und das Ding. Da ist der nächste Knopf. Das kleine Fitzelchen dürfte nicht zählen. Schleimball. Schleimball, so. Dahinter scheint das Licht durch. Da wollen wir aber auch nicht lang. Gucken wir mal hier lang. Hier können wir nicht hintreten. Nein, genau. Wir können hier hintreten. Wir müssen den Knopf hier drücken. Genau. Hier können wir hintreten. Hier ist es nun, ist es nicht hell genug. Hier können wir nicht hintreten. Da können wir nicht, da können wir nicht. Da müssen wir hier. Hier sind keine Schalter. Da können wir nicht, also müssen wir hier hintreten. Hier hintreten, Schalter gucken. Hier hingucken. Und hier wären wir am Ausgang. Da will ich aber noch nicht hin. Ich will nämlich erst in diese Richtung schauen. Ja. Hier können wir nicht weg. Was steht hier? Einige Plätze sollte man erneut besuchen. Hm. Wand runter. Noch eine Wand runter. Okay, ich kann nicht genau... Ach so, falsch. So, du machst das hier runter, genau. Jetzt kann ich nämlich hier hingehen. Ups. Das war falsch. Das war definitiv falsch. Genau, so wollte ich das.
Das macht hier zu. Ja. Darum, darum, da nicht. Darum, darum, darum. Und wo jetzt lang? Jetzt bin ich verwirrt. Ah ja, hier ist schon wieder das hier. Nee, das macht das, will ich nicht offen haben. Ich will, dass das hier zugeht, genau. Da kann ich hier rüber. Ah ja. Frostbomben. Und ein Teleporter, der uns... Okay, hier steht... diese, welche springen, sterben. Alle sind gefallen und alle sind verloren und müssen verschwinden. So, mit einem kleinen Schock jetzt noch zum Schluss. Speichere ich erst einmal ab. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis dann.